Ich möchte euch ein Dessert zeigen, was ganz ähnlich dem Spaghetti-Eis ist. Aber keine Sorge, es schmilzt nicht in der Sonne. Dadurch könnt ihr es super vorbereiten und auch zum Beispiel zum Picknick mitnehmen. Die Komponenten Vanillecreme bzw. Vanilleeis, was wir als Creme machen, Erdbeersoße und oben weiße Schokolade bleibt gleich. Dadurch hat man das Gefühl, Spaghetti-Eis zu essen, aber es ist ein Creme-Dessert und super lecker und auch super einfach gemacht. Wenn ihr gespannt seid wie, dann bleibt doch jetzt dran und viel Freude beim Videoschauen. Ich habe hier 200 Gramm Frischkäseersatz und da gebe ich einen Teelöffel Vanilleextrakt hinzu. Das Vanilleextrakt ist schon süß, aber ihr könnt natürlich auch noch etwas weiter Süße hinzugeben in Form von Zucker, Zuckersatz oder Agavendicksaft. Ich gebe jetzt einfach noch einen Schluck Agavendicksaft hinzu. Und dann wird das Ganze einmal miteinander verrührt. Ist das geschafft, sollte es ungefähr so aussehen. Und dann werden 200 ml Pflanzensahne aufgeschlagen. Geht das nicht so gut mit den Steifschlagen, könnt ihr auch eine kleine Prise Stärke reingeben oder etwas Sahne steif. Ist die Pflanzensahne steif geschlagen, hebt ihr sie vorsichtig unter eure erste Masse. Ihr solltet eine schön luftige Creme erhalten haben. Hier könnt ihr das sehen, wie luftig die ist. Richtig schön weich, die nach Vanille schmeckt. Und wenn das dann gemacht ist, könnt ihr sie in den Kühlschrank stellen und wir machen weiter mit der Erdbeersoße. Für die Erdbeersoße benötigen wir ein Gefäß mit 150 Gramm Erdbeeren. Ich habe sie schon gewaschen, abgetrocknet und das Grün entfernt. Außerdem einen Teelöffel Zitronensaft, am besten frisch gepresst. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch etwas Zitronenschale hineingeben. Durch den Zitronensaft sind die Erdbeeren nicht mehr ganz so süß, deswegen geben wir etwas Süße hinzu. Entweder Zucker, Zuckersatz, Agavendicksaft, Reissirup, was ihr möchtet. Und auch so viel, wie ihr möchtet, zwischen 1 Teelöffel bis 2 Esslöffel ist alles erlaubt. Fangt aber vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger an und süßt dann nach. Und damit wir keine Erdbeersuppe erhalten, sondern eine Soße, die auch gebunden ist, geben wir etwas Bindemittel hinzu, in unserem Fall Guarkernmehl und davon eine gute Messerspitze. Auch hier könnt ihr gegebenenfalls ein bisschen noch nachgeben. Und dann wird das Ganze püriert. Wundert euch nicht, zu Beginn ist das Ganze noch ziemlich flüssig. Püriert weiter, bis das Guarkernmehl greift und die Bindewirkung einsetzt. Denkt bitte auch dran, wir wollen keinen Pudding, es muss keine dicke Soße entstehen, sie muss halt nur ein bisschen gebunden sein. Jetzt ist auch der Moment gekommen, wo ihr nochmal abschmecken könnt, nachsüßen könnt, nachdicken könnt und dann sind wir auch hiermit schon fertig und wir können uns an Schichten machen. Noch ein ganz kleiner Nachtrag für euch, denn natürlich sind in der Soße die Erdbeersamen drin bzw. die Erdbeerkerne. Mögt ihr diese nicht, könnt ihr das Ganze auch durch ein Sieb streichen und dann habt ihr keine Kerne drin. Hier könnt ihr auch noch mal gleich die Konsistenz meiner Soße sehen. Nicht zu dick, nicht zu dünn, fließt vom Löffel, aber man hat einfach ein Fruchtpüree im Mund, was ich angenehmer finde als eine sehr dünne Flüssigkeit. Schnappt euch 4 bis 6 Gläser, je nach Größe der Gläser, und gebt eure Creme hinein. Das könnt ihr entweder ganz sauber mit einem Spritzbeutel machen oder mit einem Löffel. Ihr könnt es vielleicht sehen, ich habe die Creme so ins Glas gegeben, dass sie in der Mitte etwas erhöht ist. Das habe ich aus einem Grund gemacht, damit die Soße schön an der Seite runterfließen kann. Gebt auch am Anfang nicht zu viel Soße drauf, denn wir wollen natürlich auch etwas Creme durchschimmern sehen. 1 bis 2 Teelöffel erstmal. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Es sieht einfach viel mehr nach Spaghetti-Eis aus, wenn die Creme durchschimmert. Denn auch auf dem Spaghetti-Eis ist natürlich nicht so viel Soße, dass man das Eis nicht drunter durchsieht. Und dann folgt natürlich zu guter Letzt noch oben das Highlight. Das ist entweder weiße Schokolade oder Kokosraspel. Ich habe hierfür meine weiße Schokolade in den Kühlschrank gelegt. Die ist natürlich pflanzlich. Und dann mit einem Sparschäler so eine Hobel abgeschnitten. Und ich finde, die sehen richtig süß aus. Und die Hobel geben wir natürlich auch noch auf unser Dessert. Ganz vorsichtig, damit sie nicht kaputt gehen, dann einfach ein bisschen was drauf. Da uns garantiert nichts wegschmilzt, können wir jetzt auch noch ein bisschen weiter dekorieren, zum Beispiel mit einem Stück Erdbeer oder auch mit Nüssen, wie man möchte. Ich lagere das Spaghetti-Eis-Dessert einfach im Kühlschrank, bis ich es dann serviere oder einpacke zum Mitnehmen. Ihr könnt es auch ruhig einen Tag vorher vorbereiten, solltet aber dann vielleicht die Erdbeersoße frisch draufgeben, einfach weil wir ja keine Zusatzstoffe haben und es sein kann, dass die Erdbeeren einfach ein bisschen dunkler werden von der Farbe, was dann optisch nicht so schön ist.
Nun wünsche ich euch viel Freude beim Nachmachen, ein gutes Geschmackserlebnis und bis zum nächsten Video. Tschüss!